Servus Monsterhunter-Freunde, ich habe nochmal richtig coole Neuigkeiten für euch. Wenn morgen das Monster rauskommt, werden auch noch andere Sachen im Grundspiel verändert, verbessert. Und manche Sachen hatten wir davon bitter nötig. Es ist richtig geil, dass das abgeändert wurde. Und welche das sind, zeige ich euch hier in diesem Video. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema anfangen, gibt es ein paar Leaks für morgen fürs neue Monster. In diesen Untersuchungen oder optionalen Quests werdet ihr solche Fußspuren finden. Und wenn ihr eben genug von denen habt, dann wird die neue Quest freigeschalten von dem neuen Drachenältesten. Hier seht ihr auch die neue Quest vom Drachenältesten. Das Ganze ist natürlich jetzt hier auf Japanisch geleakt. Dann haben wir hier noch ein sehr interessantes Bild. So wie es aussieht, ist das die Belohnung, die wir erhalten, wenn wir den Drachenältesten gekillt haben. Das Ganze ist natürlich jetzt auch hier wieder auf Japanisch, aber sind eben verschiedene Materialien. Dann wurden schon zwei Waffen geleakt. Das Ganze ist natürlich auch auf Japanisch, aber manche Werte kann man dort rauslesen. Und ja, ihr könnt jetzt auch einfach das Video anhalten und euch die Bilder genauer anschauen. Fangen wir jetzt mit dem eigentlichen Thema an, die Verbesserungen des Grundspiels. Als allererstes, wir können Untersuchungen sortieren. Richtig geil, momentan ist es ja so, wenn wir Untersuchungen gefunden haben, werden die einfach eingereiht in dieser Liste. Und wenn wir eine besondere machen möchten, müssen wir erst alle Untersuchungen durchschauen und ja, die richtige finden, die die beste Belohnung gibt. Jetzt kann das Ganze sortiert werden. Wie ist noch nicht wirklich bekannt. Ich vermute aber, man kann es einfach nach Sternen sortieren von der Seltenheit her oder von der Schwierigkeit. Und so hat man einen besseren Überblick und kann auf einen Blick sehen, welche Quests man bei welchem Monster zur Verfügung hat und welche eben die beste ist. Dann gibt es was richtig Cooles, denn die Dekorationnamen kann man umschalten. Man kennt es vielleicht, dass einmal ein scharfes Juwel dran steht und dann heißt es Schutzpolitur. Diese Namen kann man immer wechseln. Finde ich eigentlich ganz cool, dass man ja auf den ersten Blick gleich erkennt, welches Juwel man eingebaut hat. Dann kommt die geilste Verbesserung überhaupt, denn wenn man ja zu einem Gebiet hingereist ist oder von Lager zu Lager oder man ist gestorben, wird die Kamera nicht mehr den Späkäfern folgen. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man in die Mission reinkommt und dann will man essen gehen und die Kamera zoomt komplett in irgendeine andere Richtung. Das soll jetzt Geschichte sein, finde ich auf jeden Fall richtig geil, weil das hat, denke ich mal, jeden Jäger abgefuckt. Dann kommt auch noch eine sehr coole Verbesserung. Wir können Efeu endlich in der botanischen Forschungszentrale anbauen, beim Gärtner richtig mächtig. Dadurch können wir natürlich hier die Fallen herstellen und müssen nicht mehr farmen gehen. Sehr geile Verbesserung. Die nächste Verbesserung, was ich so ein bisschen komisch finde, wenn man auf Expedition ist, ist immer ein Forscher safe auf der Map gespawnt und wenn der für euch eine Quest hat, steht ein Ausrufezeichen drüber. Das fand ich, das gab es jetzt auch schon, aber es war glaube ich ein bisschen verbuggt, finde ich eher, weil manchmal waren ein Ausrufezeichen da, dass er eine Quest hat, manchmal auch nicht und man ist einfach hingelaufen und hat dann eine bekommen. Dann wurde etwas am Loot geändert von den Juwelen, das ist richtig nice und zwar, wenn wir die Bedrohungsstufe 1 haben, das bedeutet Level 13er oder Level 15er Monster, können wir den krummen Feenstein bekommen. Dann gibt es die Bedrohungsstufe 2, wo dann die Level 30er Monster sind, da kriegen wir schon die glänzenden Stromsteine raus. Und aus den Drachenältesten gibt es eben noch öfter die glänzenden Stromsteine. Ist natürlich richtig geil, umso schneller kommen wir an die seltenen Juwelen ran. Was ein bisschen schade ist, sie haben dann auch noch was umgestellt und zwar bei gehärteten Monstern, wenn man die blitzt, kommen die schneller wieder zu sich zurück, können schneller wieder was sehen und irgendwann versiegt das Ganze. Also man kann diese Gegner irgendwann gar nicht mehr blitzen und das ist vielleicht ein bisschen schade dafür, ist aber die Belohnung etwas erhöht. Das war es jetzt soweit von den Verbesserungen. Ich finde, es sind richtig gute. Capcom ist da auf einem guten Weg, macht eine richtig geile Arbeit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wer mehr sehen will, schaut einfach auf meinen Kanal vorbei. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.